Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearts of Iron 4 als deutsches Reich. Krieg gegen die USA. Weiter geht's. Ich sehe hier ein rotes Angriffszeichen. Mal schauen, was ist denn da los. Oh, hier kämpft einer alleine über den Fluss. Ich glaube, das werden wir mal abbrechen. Ich lasse den einfach mal hier rüberlaufen. Und der kann ja dann. Ach, der kann direkt hierher laufen. Da muss er nicht über den Fluss angreifen. Wenn man sowas mal sieht, ne, dann kann man das direkt mal anschauen, was da so los ist. Der hier baut sich noch auf. Der schnibbelt immer noch ein bisschen. Wie sieht es bei dem aus hier? Der nimmt noch Aufstellung. Den können wir schon mal starten. Der hier hinten. Guck mal, die wollen alle außen rumlaufen, warum auch immer. Der hier kann mal mit angreifen. Und da auch. Alles klar. Ich werde mal den hier sogar mit hier rüber packen, einfach zu dem Modul mit, dann kriegt er den seinen Bonus mit. Warum nicht? Keine Ahnung, warum ich den jetzt so da drüben habe einsortiert. Hier haben wir neue 4 Divisionen, die weise ich dem mal zu. Der passt allerdings hier nicht mehr mit rein, hat auch aktuell keinen aktiven Kampfauftrag, von daher ist das ja in Ordnung. Ach, wo ich gerade hier bin, hier sehe ich gerade, ich habe hier noch die ganzen Truppen rumzustehen. An der ehemaligen Grenze oder an der ehemaligen Front zur Sowjetunion. Ich werde mal diese Truppe hier schon mal an der japanischen Grenze platzieren, falls Japan sich doch überlegt, hier unten anzugreifen, dass ich da wenigstens eine Verteidigung habe. Und diese hier werde ich allerdings erstmal zurück nach Europa oder zurück nach hier vorne holen, wo die Versorgung doch besser ist. Nicht, dass da hinten noch irgendwas passiert. Ich werde einfach hier diesen Verteidigungsbefehl nehmen und einfach mal an die Küste, an der Küste Aufstellung nehmen lassen. Da ist, denke ich mal, genug zu versorgen, weil die staffeln sich ja dann auch ganz weit auf. Ne? Dann ist in jeder Zone nicht so viel, sind nicht so viele Divisionen in jeder Zone drin. Ich denke mal, das ist schon nicht schlecht. Genau, sagt er 83. Na klar. Gut, dann. Na, dann sind sie schon mal unterwegs. Die sind auch zugeteilt. Müssen wir da mal schauen, ob es dann Versorgungsprobleme gibt. Ich könnte vielleicht hier die ein oder andere Zone mal noch um 1 erhöhen. Vielleicht so auf. Hier sind wir schon bei 6. Hier sind wir bei 3. Ja, okay. Kostet jetzt nicht viel, aber ein klein wenig die Versorgung verbessern ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt schauen wir mal, wie es hier drüben weitergeht. Ah, Washington ist gefallen. Das heißt, der Kollege hier drüben, der Rommel, müsste jetzt mit seiner Aufgabe durch sein. Wenn er diese Zone hier eingenommen hat, dann werden wir den direkt mal umstellen. Ah ja. Die nächste Forschung ist fertig. Dann machen wir hier direkt weiter bei der Entschlüsselung Stufe 2. Dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Also, okay, das ist durch. Dann brechen wir gleich den Auftrag ab. Und lassen den mal wegen mir hier Aufstellung nehmen. Und dann machen wir hier direkt nochmal einen neuen nach hier unten. Gucken, wie das aussieht, wenn ich den hier so laufen lassen würde. Jawohl, das ist doch nicht schlecht. Dann haben wir wieder eine Pocket, die wir dann mit der anderen Truppe rausnehmen, wenn die hier oben fertig sind. Also der kann schon mal Aufstellung nehmen. Dann mal hier sehe ich. Allerdings werde ich mal mit dem jetzt hier gerade noch schnell, ups, das hier einnehmen lassen. Da steht, glaube ich, keiner drin. Also hier sehe ich zumindest keinen, wenn da einer stehen würde, hätte der sich hier platziert. Okay, wie sieht es denn aus mit dem da? Der kann eigentlich schon mal starten. Genau, der ist ja so gut wie aufgestellt. Was haben wir denn hier? Ah ja. Stalingrad und Leningrad sollen wir umbenennen. Ansonsten verlieren wir Stabilität. Na, dann benennen wir doch gerne um. Apropos Stabilität, haben wir denn unsere Worker Conditions wieder? Ah ja, hier, siehst du, die sind wieder da. Die nehme ich einfach nochmal. Wir haben 500 Punkte, warum nicht? Einfach nochmal die Stabilität um etwas erhöhen. Das reduziert ja auch den Widerstand in den besetzten Gebieten, ne, und so weiter. Gibt auch ein paar andere Boni. Das nehme ich gerne mit, vor allem weil wir so viele Punkte haben. Und wo ich jetzt gerade sage, ich habe viele Punkte. Doch jetzt ja gerade nicht mehr so viel. Ich werde einfach mal schauen. Und zwar haben wir von dem, hier, guck mal, wir haben ja sogar ein bisschen. Wolfram ist das. Tungsten in Englisch. Da drücke ich einfach mal drauf für 3 zivile Fabriken. Einfach mal die Wolfram-Produktion etwas erhöhen. Warum nicht?
Aber Stahl und so muss man jetzt eigentlich nicht machen. Ne? Das ist. Da haben wir ja genug. Also hier. Das wäre Quatsch. New York ist gefallen und wir haben Werften dazu bekommen. Dann werde ich das hier einfach mal erhöhen. Überall auf Maximum. Könnten auch nochmal ein neues Schiff reinnehmen. Wir haben jetzt hier. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Was haben wir denn momentan? Also Konvois brauchen wir nicht. Ach, die Scharnhausklasse haben wir schon. Dann das hier. Panzerschiffe. Aber das hatte ich nicht reingenommen, weil es ja so ein. Keine Stufe 2 hat. Ich glaube aber alle anderen haben wir schon. Ne, die Admiral Hipper-Klasse haben wir noch nicht, wenn ich das hier so richtig sehe. 117 haben wir schon. Ja, wunderbar. Na, nehmen wir die mal mit rein. Warum nicht? Haben wir noch ein paar Werften verbraucht. Dann gehen wir mir mal auf die Wolfram. Na, da müssen wir mal unsere indischen Kollegen fragen, ob sie uns nicht mal 80 abdrücken. Haben noch genug. Okay. Ich denke mal, dass diese Ausgrabung wird nicht allzu viel verbessern. Vielleicht eine Handvoll. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, wenn man 80 für eine zivile Fabrik einhandeln kann, ist das schon in Ordnung, denke ich mal. Wie sieht eigentlich jetzt hier aus? Ich werde nochmal ganz kurz die Reparatur nach oben transferieren. Alles klar. Der Kriegsgrund ist fabriziert worden. Werden wir doch gleich mal hier drauf drücken. Declare War, Call Allies. Und dann nicht vergessen, den nächsten Kriegsgrund auszufabrizieren. Und den hier haben wir ja schon auf Start gedrückt. Gucken wir gleich mal. Der müsste eigentlich in wenigen Sekunden durch sein. Eieieiei. Eine Nachricht nach der anderen. Der Panzer 4, Jagdpanzer 4 ist erforscht worden. Auch wenn ich denke, dass wir den wahrscheinlich nicht mehr einsetzen. Ich werde ihn mal erforschen, den Tiger. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Vielleicht brauchen wir ihn ja doch noch. Mal schauen. Eh nicht mehr allzu viele wichtige Forschungen. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Hier haben wir jetzt neue Fabriken frei. Da werden wir jetzt gleich mal für den, die werden wir gleich mal für den Jagdpanzer 4 verwenden. Also wir machen wieder hier unsere dreimal Zuverlässigkeit, einmal Panzerung, einmal Waffe für 100 Punkte, Jagdpanzer 4A. Dann wieder den alten Jagdpanzer raus. Und dann starten wir den Jagdpanzer 4. Dann schiebe ich den wieder hoch zu den anderen Panzern. Zwar ans Ende, hierher. Und gebe den auch einfach mal 25. Haben jetzt noch ein bisschen. Wir haben nur zwei, aber mit der Zeit kriegen wir da schon noch ein paar Fabriken dazu. Ah ja, der ist jetzt fertig. Der wartet auf Auftrag, ne? Das ist hier grün, dann drücken wir direkt mal drauf. Der ist auch schon so gut wie durch. Wir bleiben aber mal bei dem hier, der ist ja jetzt hier direkt an der Hauptstadt dran und da haben sie auch schon aufgegeben. Das Stückchen hier gehört der USA. Lass mal die dann mal automatisch, manuell reinlaufen und dann geht es hier direkt weiter. Im nächsten Land. Da hatte ich doch jetzt schon fabriziert, oder? Ja, alles klar. Ah ja, der hier oben ist auch schon durch. Der wartet auf einen neuen Auftrag. Dann breche ich hier mal den Auftrag ab und lasse den hier drüben aufmarschieren und gehe dann hier rüber. Also machen wir mal hier so. Was ein bisschen zu breit, Moment. Ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen schmaler hier, das ist zu breit. Ah ja, so gefällt es mir besser. Bleib auch gleich mal hier, der müsste eigentlich jeden Moment da sein, dann vergesse ich den nicht wieder. Ach ja. Okay. Ach, das Naval Combat, Naval Invasion. Ah ja.
Bin ich so sicher? Dieses Zeichen zeigt ja jetzt hier an, dass er hier, dass die USA hier eine Invasion starten möchte. Müssen wir mal gucken, müssen wir aufpassen, dass wir dann zur Not den jetzt hier dann den Auftrag abbrechen und den dann nach da oben senden. Wir warten aber erstmal ab, bis es wirklich soweit ist. So auf Verdacht machen wir das jetzt trotzdem nicht. Weil im Moment ist ja keiner da, ich weiß nicht so genau. Lass mich schon mal starten, die meisten sind ja da. Haben auch keine Probleme offensichtlich. Ja, die Packe ist erforscht worden. Ich würde mal jetzt gerade hier aufhören. Hier können wir hier unten gar nicht weitermachen. Den hier würde ich auch erstmal nicht nehmen, wobei das braucht nur 70 Tage. Ich würde mal hier vorne schauen. Ach, guck mal, hier haben wir nämlich noch einiges zu machen. Da hängen wir noch ein bisschen hinten dran. Das mache ich jetzt als allererstes mal. Und dann müssen wir hier noch die Pack austauschen durch die neue. Prima. Ah ja. Ah, jetzt haben wir nämlich hier wahrscheinlich diese Truppe. Haben wir ein bisschen was verloren, da wurde was angegriffen. Oder irgendein Konvoi. Man kann, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Lohnt sich das? Ja, es geht sowieso nicht. Wir wurden ja hier angegriffen. Man kann hier gewisse Zonen sperren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das gibt es aber erst mit dem DLC Mende ganz. Man kann hier sagen, diesen Sektor bitte meiden zum Beispiel. Dann würden die Routen woanders lang führen. Ich glaube, die USA macht das hier zu, möchte ich behaupten. Ich bin auch nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn man das jetzt hier so einstellt, dann würden die Routen außerhalb laufen. Ne? Das kann man so ein bisschen dirigieren. Vielleicht gar nicht mal schlecht, die hier oben lang zu schicken, weil ich meine, die USA sind hier unterwegs. Ist aber eigentlich relativ unwichtig. Die paar Konvois, die da bei drauf gehen, ist nicht so schlimm. Warte mal, der hier hat gerade keinen richtigen Auftrag mehr, sehe ich gerade. Gib mal dem nochmal ein. Genau, der ist ja schon am Wirken. Der auch, super. Der sehe ich gerade, hat gerade sein Go noch nicht bekommen. Alles klar. Oh, guck mal, hier hinten ist noch eine Zone nicht besetzt worden. Jetzt haben wir hier Flugzeug. Hier würde ich mal das nehmen. Ground Support plus 20%. Das hört sich doch nicht schlecht an. Da geben wir auch mal die Punkte dafür aus. Dann nehme ich jetzt einfach mal so eine normale Truppe und schicke die einfach mal hier hinter. Hier können wir auch mal ein bisschen sagen, dass sie bitte hier angreifen sollen. Manchmal, ja, wenn es hier so separiert ist, dann wissen sie nicht so genau, dass das auch zu ihrem Auftrag gehört. Jetzt schicken wir sie alle direkt da rein und dann haben sie das erledigt. Der ist noch unterwegs dahin, jawohl, alles klar. Also auf Stufe 4 geht das echt Schlag auf Schlag, muss ich sagen. Komm gar nicht hinterher. Also, hier geht's weiter. Der Kriegsgrund ist fabriziert worden. Call Allies, jawohl. Hinter die Millionen Meldungen wegklicken. Dann das nächste Land. 25 Tage, alles klar. Ah ja, hier will jemand wieder joinen. El Salvador hier drüben. Ja, warum nicht? Invite to Faction. So, der weiß Bescheid. Jawohl, der liegt schon los. Prima. Wie sieht's denn hier aus? Also hier oben ist noch kein Angriff passiert. Bin nicht so sicher, was da gewesen ist. Noch steht's da. Wir lassen das einfach mal. Wir beobachten das. Warte mal, hier will wieder einer alleine angreifen. Mit Rot. Warte mal, das stoppe ich dann mal. Lass ich den einfach manuell mit hier angreifen. Ja, weil es hier ein Fluss ist, ne? Aber hier sind sie zu zweit. Ne, jetzt greift der auch alleine an. Aber irgendwie schafft er es hier besser als da, warum auch immer. Vielleicht hat der andere schon ein bisschen Organisation weggemacht gehabt vorher. Ja, dasselbe hier, ne? Flüsse sind, kriegt man einen starken Malus, wenn man da drüber angreift. Okay, Costa Rica hat aufgegeben. Ja, aber es geht ja. Es ist ja trotzdem grün. Ups, ein bisschen zu weit gescrollt. Also, wir sind hier. Aufstellung nehmen, bitte. Dann den Auftrag wieder einstellen.
Genau, und die Fabrizierung läuft ja. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Truppen oder vielmehr eine. Ah, den weise ich einfach nochmal hier zu. Der kann sich da drüben auf den Weg machen. Okay, der ist durch. Super, der hier oben ist auch fertig. Ah, der hat schon gar keinen Auftrag mehr. Das heißt, ich werde den wieder hier an der Grenze platzieren und bis runter marschieren lassen. Und der hier ist ja auch durch. Dann brechen wir den Auftrag mal ab. Und der geht jetzt einfach nach hier unten weiter. Und wird dann einfach mal bis hier rüber marschieren. Genau, dann haben wir das hier wieder separiert und dann geht der andere wieder runter. So machen wir das jetzt die ganze Zeit. Ach, hier oben, das lassen wir erstmal. Wir nehmen erstmal hier die Küste ein, hier so, soweit es denn geht. Bietet sich gerade an, so von den Sachen, die man rausschnippeln kann. Hier oben müsste man doch schon arg viel rausnehmen. Das würde sich jetzt im Moment nicht lohnen. Sieht gerade flugzeugtechnisch aus. Oh, wir sind immer noch im grünen Bereich. Allerdings hier oben, die könnte man tatsächlich jetzt komplett auflösen. Wie viel haben wir denn jetzt hier eigentlich Platz? Müssen wir mal schauen. Schade, dass das hier nicht so zu sehen ist, ne? Manchmal. Warum eigentlich nicht? Ich da drauf drücke. Ah, jetzt. Da haben wir 400 frei. Dann machen wir einfach mal. Schicken wir einfach mal so viele, wie denn geht, runter. Hier haben wir wenigstens noch 200 frei. Hier haben wir noch, das müssten die Schwerenjäger sein. Würde ich gerne mit einsetzen. Oh, hier haben wir 2000. Aha, warte mal, hier können wir ordentlich was hinschicken. 400 Fighter noch mit hier runter. Da können wir ja später dann von dort aus auch hier drüben mitkämpfen lassen. Lass mal die mal ganz kurz hinfliegen. Hier haben wir nochmal 400 Fighter. Taktische Bomber, Close Air Support. Und dann passen die jetzt da noch mit rein. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon hingeschickt habe, um ehrlich zu sein. Schauen, wenn alle angekommen sind. Ah ja, haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Ah, das freut mich. Hier sind die 200, die nehmen wir einfach mal mit hier runter. Ne, man, das sind die Bomber, ne? Die können wir hier oben wirken lassen. Die haben ja ihren Auftrag noch und jetzt haben wir hier 600 noch. Das sind dann zwar ein klein wenig so viele. Schicke ich dann aber manuell dann in den anderen Flughafen. Bringen wir sie erstmal runter kurz. Ach nee, passt genau. Ha! Ja, klasse. Dann haben wir hier 2000 Flugzeuge gegen 1000. Ja, wunderbar. Das passt. Also der hat schon Aufstellung genommen. Den lassen wir loslaufen. Wie sieht es denn jetzt bei dem hier aus? Der ist auch schon so gut wie da. Dann drücken wir auch schon mal drauf. Ah, läuft doch wunderbar. Ja, wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier hinten, der ist auch schon durch. Ja, vielleicht ist ja so, dass die Flotte den hier ein bisschen aufhält. Das ist ja immer gern genommen. Dass die anderen sich drum kümmern, muss ich mich nicht drum kümmern. Dann lassen wir den jetzt hier Aufstellung nehmen und machen dann hier oben zu. So ein paar Verteidiger sind ja da. Oh. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist bestimmt einer drin. Sind wir ein bisschen zu dünn aufgestellt, ne, im Moment. Ah, da kommen welche von da oben. Naja, die Mexikaner sind den USA gejoint im Kampf. Hab ich jetzt hier was verpasst oder so? 21 von 25 Tage, ne. Wir haben wieder mal zwei Truppen bekommen, die weise ich nochmal denen dazu. Warte mal, warten wir ganz kurz hier. Müsste ja jeden Moment soweit sein. Ja, und die Amerikaner haben die Mexikaner auch in ihren Krieg mit reinberufen. 23. 24. 25. Also direkt mal Declare War, Call Allies, jawohl. Nicht vergessen, das nächste Land zu fabrizieren. Das ist dann hier oben. Na, schaut mal hier das kleine Land, ne? Das hat 22
22 Divisionen hier in dem kleinen Land. Da ist wahrscheinlich jeder einzelne Mann in die Armee gerufen worden. Ja, die sind echt wie verrückt. Und die haben nur einen, ne? Oder ein oder ganz wenige wegen mir. Und die haben 22 ausgehoben. Das ist echt verrückt. Deswegen ist auch nicht schlecht, die jetzt hier nicht, ja, gegen die nicht unbedingt Krieg führen zu müssen. Zum einen sind sie ja in derselben Fraktion wie wir oder halt die haben dieselbe Ideologie, nennen wir es mal. Ja, zum anderen haben die halt so viele Divisionen, da müssen wir uns mit denen auch nicht rumschlagen. Also der ja, genau, der hat schon seinen Auftrag bekommen. Und ich wollte die ja fabrizieren lassen, bevor ich mich über die Anzahl gewundert habe hier. 30 Tage, das passt, jawohl. Sehr gut. Guck mal, der ist auch schon fast durch und der hat auch schon fast seinen Auftrag erledigt. Mensch, super. Ach ja, apropos, wie sieht es denn eigentlich mit den Verlusten aus? Ich sortiere das gerne so hier. Ah ja, also wir haben erst 20.000 Verluste, was ich ganz okay finde. Und wir haben aber allerdings schon 730.000 Verluste zugefügt. Ah, das ist doch in Ordnung. Das ist ein guter Schnitt, finde ich. Echt super Sache. Mache ich mir auch keine Sorgen, dass meine Templates vielleicht nicht dem Meta entsprechen, dem sogenannten. Hauptsache, wir schaffen unsere Aufgaben. Ne? Das ist ja das Wichtigste. Wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus mit den... hier geht es um mich runter. Da bin ich noch nicht zufrieden. Es ist durch das Umstellen auf die Hummel passiert, halt, da die Produktion arg eingebrochen ist dadurch. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 8. Das Wiefel steigt um 1,5 pro Tag nur. Ne? Das ist schon... ist schon nicht viel. Da wären wir wahrscheinlich ein bisschen ins Minus geraten, aber es ist schon okay. Nicaragua hat kapituliert. Dann stellen wir den wieder direkt an der nächsten Grenze auf. Geben den schon mal einen Auftrag. Komischerweise ist Nicaragua gar keiner Fraktion gejoint, sehe ich ja gerade. Da müssten doch eigentlich gleich die Verhandlungen kommen. Ah, da sind sie. Na, dann machen wir da hier, ne? Take our states. Ah, die haben ein bisschen mitgemacht. Aber tut mir leid, wir nehmen das alles. Können wir euch nichts abgeben. Haha, jetzt ist der ja auch fertig. Abbruch. Und der ist auch so gut wie durch. Wie machen wir das jetzt am verrücktesten? Oder wir lassen den einfach mal hier oben hin marschieren. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Also der hat schon keinen Auftrag mehr. Der nimmt mal hier Aufstellung und wird mal einfach bis hierher marschieren. Macht das denn? Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Wunderbar. Der geht hier hoch. Dann haben wir hier wieder was frei. Ja, klasse. Und der macht dann aber erstmal das, während der hier hoch marschiert. Der geht immer voraus, ne? Und der geht hinten her. Das ist schon in Ordnung. Der hier hat seinen Auftrag. Ist auch schon so gut wie aufgestellt. Das passt. Der kriegt auch schon mal sein Go. Ja, dann sehe ich, die Zeit ist schon wieder mächtig fortgeschritten. Dann mache ich hier mal ein kleines Päuschen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch ein klein wenig gefallen hat, dann könnt ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.